Hallo Leute und willkommen zur nächsten Runde WWE Supercard. So, heute sind wir hier mit einer neuen Meldung und zwar eine neue People's Champion Challenge beginnt bald. Beim nächsten Event, das am Donnerstag beginnt, heißt es Tito Santana vs. Mr. Perfect Kurt Hennig. So, richtig geil. Das King of the Ring ist auch zu Ende. Ich werde jetzt einen kurzen Cut setzen und wir sehen uns dann direkt wieder. So, und da geht es weiter. Mitten in der Aufnahme. Ja, ich habe gerade schon ein bisschen über das Spiel Champion geredet. Das ist jetzt für mich schon 2 Tage her. Ja, 2 Tage. Und, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Heute mache ich wieder, WWE Supercard, jetzt nur noch zweimal die Woche kommt, dann immer so halbstündige Videos, also längere Videos. Finde ich, ist dann auch wert, dann mit bisschen mehr und, ne. Dann auf jeden Fall, King of the Ring ist beendet, man kann sich bestimmt denken, wie es ausgegangen ist. What? Okay, also diesen Stats habe ich selbst jetzt nicht gerechnet. Aber ich habe auch wirklich überhaupt nicht drauf geguckt. Gar nicht. Aber wir bekommen 2 epische für den Katalog. Und ich muss niesen. Undertaker. Gesundheit. So. Oh, nice. Hatten wir auch noch nicht. Und Ric Flair. So, it is Woken Endel, das heißt so viele wie ich werden starten. So, ja, ich bin bereit, Alter, ich bin voll bereit. Gut, und das People's Champion, das ich euch schon angeteasert habe, hat begonnen. Wir werden jetzt ganz viel People's Champion Gameplay machen. Wer wird People's Champion! People's Champion! So. Wen wählen wir aus, Leute? Keine Ahnung. Also, Kurt Hennig kenne ich. Den kenne ich nicht. Aber der sieht cool aus. Also, wählen wir einfach mal den. Also, das ist... Wow. So knapp war es, glaube ich, noch nie. So, dann Bellano. Gucken wir uns an, wie die Stats der Dudes da sind. Yeah. So. Kurt Hennig hat mehr Kraft. Hat mehr Härte. Ist langsamer. Und hat weniger Charisma. Also, im Großen und Ganzen ist... Sind sie ja wieder ungefähr gleich stark. Daniel Bryan! Yeah, yes, Log! Bitches! Wer ist das? Oh Gott! Wie alt war der da bitte, ey? 12! Boah, wie alt ist dieses Bild bitte? Guckt euch mal, da war einfach noch gar. Oh Gott! Also, da hat er wahrscheinlich gerade bei der WWE angefangen. Einfach noch gar keine ein Tattoo. Alter, da war der maximal 20. Also, wow. Okay. Alter. Schon, jo. Das brutal, ne? Aha, aha, so ist das also hier. Ja, Standardziel wie immer, Legendary Pros. Undertaker, nice, haben wir doch nicht. Hätten wir, ja, okay. Haben wir, glaube ich, eine legendäre Karte. Undertaker, bin mir auch nicht sicher. Ja, ansonsten, das wäre halt ganz nice, für mal eine Legendary Support Card zu haben. Der gab ja immer noch ein bisschen so mit den nicht-legendären rum. Wir gucken gerade mal. Ah, unser Ding ist auch fast voll. Ob wir da noch irgendwas survivor-technisch zu pumpen haben. Sieht aber, glaube ich, eher nicht so aus. Nee. Oder? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Mach kein Nö. So, dann Tamina Snuka.
haben wir zu pumpen? Ein an der. Oh. Oh, sorry für die nochmal kleine Unterbrechung. Ich musste kurz noch was erledigen. So, dann machen wir weiter mit ein bisschen Gameplay. Also beginnen wir mit ein bisschen Gameplay. Gameplay. 5er Games. Yeah. Auf du. Bitch. Ah. Lol. Nice. Wir gucken gerade mal auf der Twitter-Seite von den lieben Entwicklern vorbei, ob es da irgendwas Neues gibt bezüglich des Games. So. Und nebenbei haben wir mittlerweile über 170 Abonnenten. Was verdammt viel ist. Sehr viel. Also das 200 Abonnenten Special ist auch nicht mehr so fern, Leute. Ist schon krass. Wenn man überlegt, dass das 150 Abonnenten Special, was eigentlich schon rauskam, als ich schon 160 Abonnenten hatte, so Anfang gegen Mitte dieser Zeit bis Januar war, ist das schon nicht schlecht, also muss man wirklich schon sagen, also ist cool. So. Dan und Davis. So. Ah. Okay, sie haben jetzt die Plus 1 Matches einfacher gemacht. Okay. Ist ja interessant. Lese ich mir gerade mal ein bisschen durch. Wir sind Platz 89.000. Ja, nice. So, Leute. Entschuldigung für die erneute Unterbrechung. Mann. Jetzt sollte aber keiner mehr stören. So. Muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen rausschneiden. Egal. So, Cesar und ein ultra unendlich ungewöhnliches Stoppschild. Geil. Richtig geil. So, also auf jeden Fall. Gehen wir mal auf die erste Seite davon. State of the Game, Road to Glory, Design, Hyper, Network Error. Ach so. Das war gar nicht mehr für die. Moment. Ich muss mich da ein bisschen reinlesen. Ist auf Englisch, dass ich das halbwegs übersetzen kann. Ah, okay. Also, selbst für den Spielentwickler war es schwer, ich glaube, er hat nicht geschafft, die Survivor-Karte zu erreichen, und er hat gerade so die Legendary geschafft. Und das will schon was heißen, würde ich jetzt sagen. Und deswegen haben die Spiele etwas einfacher gemacht jetzt. Jo, finde ich gut. Habe ich nichts dagegen. Vielleicht können wir dann im nächsten Road to Glory dann doch mal ein bisschen mehr holen. Also ich werde gucken, dass ich jetzt auch... Ich bin jetzt nämlich übers Wochenende nicht daheim. Aber habe halt mein Handy dabei und dort habe ich auch Internet. Oh Gott. Wow, 3-0. Geil. Auf jeden Fall werde ich übers Handy gucken, dass ich einiges spiele. Also werde auf jeden Fall eine ordentliche Spielzeit zusammenkriegen. Und ja, vielleicht schaffe ich es zum legendären, was ich aber nicht glaube. Also Undertaker wäre schon nice. Ich glaube, Undertaker alleine gibt's nicht, soweit ich weiß. Also ab 3-5 gibt's, glaube ich, legendären. Und dann mit epischer Supportkarte. Ich weiß es aber jetzt auch gar nicht so genau. 2-5, 3-5. Ja, okay. Da gibt's dann, ja. Ist schaffbar. Also 5-5 sollte ich doch hinkriegen. Ja, ich mache nur 5er. Und mit der Strategie ist das auch recht gut machbar. Machen wir ein bisschen Gameplay. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Minuten ich jetzt schon... Oh Gott.
Es besteht mittlerweile aus, also mit diesem Part hier, aus 4 Parts. Eieiei. Aber gut, haben wir ein bisschen Gameplay raus, ey. Jo. Also ich will so ungefähr eine halbe Stunde. Es kann auch sein, dass es ein bisschen weniger wird. Weil so eine halbe Stunde... Okay. Arsch. Mann. Ja, nice. Mein Handy vibriert. Wer will denn was? So, was? Ja. Los, Handy. Move. Ne, ne. So. Klatt. Ja. Jetzt braucht man einmal die Autokorrektur und dann funktioniert sie nicht. Retool. So, Chris. Los, Chris. 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 Ah. Knusper, knusper, knäuschen. Wer knuspert da, mein Mäuschen? Also Leute, wir gehen jetzt da mit den Uso Brothers in den Kampf und die Rulers durch. So. Oh, lol. Nee. Nebenbei zu schreiben und aufzunehmen ist schwer. Oh yeah. No. Was ist los hier? Yeah. Geile Scheiße. Gruelt. Oder haben wir es gruelt? Ja, wir haben es gruelt. Diddle diddle die, du diddle die die, dum diddle die. Dumm, diddle, dai. Lol. So, Craft. So, ich lass einfach mal jetzt so laufen. So, laufen lassen. Und hart nudeln und hart genudelt sein. Härte, sagt er. Härte! So, ich gebe euch Härte ins Gesicht. Ich bin auch ein bisschen verschnupft, also deswegen entschuldigt bitte, wenn ich ab und zu mal meine Nase aus Reflex hochziehe und ist zwar wahrscheinlich für euch recht eklig, aber es erspart Zeit. Der Kartenlimit erreicht. So. Ja, Kartenlimit. Cool. Ja, also anstatt dass ich jetzt alle ein paar Minuten dann ein Taschentuch zücke und na, ja, ne? Aber das wird wahrscheinlich im Laufe der Aufnahme echt unverweigerlich mal passieren. Dass ich jetzt einfach mal eine Karte trainiere. Also Ric Flair können wir prone, das ist sehr nice. Sergeant Schlachti
Also seltenen können wir auch dann einfach direkt pumpen. Dann beginne ich jetzt mal die besonders seltenen zu sammeln. Puh. Oh, ey. Habt ihr schon mal einen Huster unterdrückt? Hab ich gerade gemacht. Das ist voll schmerzhaft. Es tut weh. Oh nein, nicht weiter scrollt. Nein, zu weit gescrollt. Der Elder Scrolls. WWE Supercard. Ja. Apropos Elder Scrolls. Ich hab vor, mal im nächsten Livestream, der übrigens auch nicht Samstag sein wird, also da ich in letzter Zeit wirklich sehr viel zu tun habe, was auch die nicht sehr häufigen Folgen, also Uploads, wirklich geplanten Uploads, also strukturierten Uploads auf meinem Kanal, daran, dass man daran auch sieht, ist, ich habe halt recht wenig Zeit in letzter Zeit, aber ich will halt wenigstens dann, mindestens dann 6-mal die Woche ein Video hochladen. Donnerstags ist halt, wie ich schon öfters mal erwähnt, so eine Art Ruhetag für mich, wo ich dann nutze, für eine geistige Pause einzulegen. Und was weiß ich für ein Scheiß. Ujo. Ja, ich will dich heiraten. 26, ach, wie schön. Und ich muss mich echt mal kurz muten und mir die Nase putzen. So, ei, ei, ei. Gut. Oder, ey, das war mal ein schneller Start vom King of the Ring. Nice. So. Juhu, 68.000. Ja, geil. Ist gar nicht scheiße. Brutal. Ich schätze jetzt mal, dass wir insgesamt jetzt eine Gesamtaufnahmezeit von 20 Minuten haben. Ich weiß nicht, ich nehme auf jeden Fall jetzt noch 10 Minuten auf. Ja, also ich weiß es nicht genau, der Zusammenschnitt der anderen Teile, wie lang das ungefähr ist. Auf jeden Fall nicht so lange. Ich glaube, zusammen hat das schon so ungefähr 10 Minuten, grob gesagt. Ich nehme jetzt einfach noch 10 Minuten auf und dann sind wir auch auf jeden Fall mindestens über 25 Minuten und das reicht schon. Finde ich. So, dann werde ich am Sonntag komme ich heim, da werde ich dann aufnehmen. So, dass mehr oder weniger das Eck, also wie ich dann im People's Champion stehe. Und das Ergebnis des King of the Rings auf jeden Fall. Moment mal, bis Samstag. Ja, also das Ergebnis vom King of the Ring. Ja, das ist ein bisschen doof. Das wird dann, mehr oder weniger werde ich dann einen Tag leider aussetzen müssen vom King of the Ring. Weil ich halt ja bis Sonntag nicht daheim bin und das King of the Ring endet ja samstags. Aber ist, denke ich mal, dann nicht so schlimm. Ihr werdet das schon verkraften. So ein Tag. Ja, und dann werde ich dann wieder einführen, dass ich dann wirklich dann dauerhaft King of the Ring laufen habe, für epische halt zu farmen. Und wenn ich halt das epischen Katalog voll habe, das epische Katalog. Genau, da Deutsch. Dann werde ich halt weitergehen auf Ultra Seltene. Und jo. So ist es auch ganz gut, ne? Kann man halt so farmen. Katalog vervollständigen. Geil. Richtig brutal. Jo. Gut. Wir übertreibt. Maßlos. Penner. Oh jo. Oh jo. Jo, was ist da? 3-3. Nice. Also, das. Toll. Echt toll. Danke, Merkel. Soll der Scheiß, voll der Schmand. Das ist, also so 3-3 Games, das habe ich wirklich selten. Also das muss ich schon sagen. Gar nicht selten. Sehr, sehr selten. Sülze. Ich muss echt sagen, mit der Full House Taktik ist meine Win-Chance beim Plus 5 waren echt ziemlich hoch, also ich, so 80, also 90% habe ich doch schon.
würde ich sagen. Ist halt auch teils echt Luck. Aber trotzdem habe ich 90% Chance. So, jo. Kommt halt auf, wenn dann jetzt Tag Team, ist klar. Wenn das als erstes kommt, verliere ich natürlich. Und wenn dann Diva-Match kommt und ist dann halt doof geschaltet und dann kommt dann eine Natalia, die natürlich viel mehr Kraftwerte hat als ich. Klar, verloren, aber wenn das dann ein paar Mal hintereinander vorkommt, das zerstört dann wieder die Grundstatistik, aber so im Prinzip, also im Grundlegend habe ich eigentlich so doch 80-90% Chance zu gewinnen. Also würde halt wirklich sowas halt nicht eintreffen, dann hätte ich einfach eine 100% Chance. Ja, aber es ist halt dann doch schon. Ich habe zwar echt saugute Karten, also. Ja. Das Einzige, was da halt ein bisschen random ist, ist halt, kommt drauf an, was für Stats dann hier bei denen kommt. Ist klar, dass da jetzt ein Big Show kommt und mich härtetechnisch total zerstört. Oder ein Ray mit seinen Speedwerten, aber. Da Diva, das ist eigentlich schon ganz gut, die mit der Pre-Bella. Das geht schon recht gut ordentlich. Jo, also das kann man schon machen. Also beim People's Champion für da ordentlich zu gewinnen, wenn man jetzt so in meiner Level-Klasse ist, kann man mit der Full-House-Taktik doch schon ordentlich was reißen. Ich glaube auch in anderen Level-Bereichen ist es auch gut. Gehen. Oder da kommt, ist halt auch oft sowas, wenn die dann halt ja, ein paar stärkere Karten drin haben und ich auch die Full House Taktik nutzen, ist öfters dann so, dass da eine schwächere Diva auch drin ist. Das ist auch sehr häufig, das muss ich wirklich sagen. Also das hat auch schon auch eine 40% Chance, dass die dann halt eine ungefähr 30-40%, dass die dann eine epische Pro Diva oder eine legendäre Solo Diva haben. Also das ist auch oft. Jo, jo, jo. In the house. Geht's voll ab. Geworden. Seht ihr? Sag schon wieder. Das ist voll cool. Ich find's ja gut, dass man die Full House Taktik ja wenigstens bei People Champion noch halbwegs gut nutzen kann. Und ja. Also es ist schon gut, dass es beim Road to Glory rausgepatcht haben. War halt, wie verdammt viele Leute einfach diesen Blue Sting Pro bekommen haben. Das ist schon krass. Aber, jo. Klar, das sind auch nur Menschen, denen kann auch mal so ein Fehler unterlaufen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt ja auch noch mehr als genug Leute, die nicht haben. Ja, aber ich denke mal so, die halbwegs wirklich aktiven Spieler haben ihn bekommen. Und das sind echt nicht wenig. Also ich würde jetzt echt mal so grob sagen, 50.000 Leute haben den doch bestimmt. Also es kann auch sein, dass ich jetzt total Bullshit erzähle. Also ich würde jetzt echt mal ganz grob schätzen, dass, ja. Penner. Und von diesen 50.000, sage ich, haben mal 30.000 kein Geld ausgegeben fürs Game. Und haben ihn bekommen und ich hab halt, ich bin einer von ganz wenigen, der beim Roman Geld ausgegeben hat und ihn nicht bekommen hat. Und ich bin zum ersten Survivor gekommen ist. So. Scheiße. Ah, das kommt auch irgendwann noch. Irgendwann werde ich werde auch irgendwann als der Pro-Dex haben, ja. Irgendwann komme ich. Irgendwann. Übrigens, ich hätte gern mal noch mal einen Survivor oder irgendeinen guten Pick. Das wäre schon geil. Hätte schon ordentlich was. Muss ich schon sagen. Ja, was halt auch viele nutzen, die halt auch nicht wirklich so in dem legendären Pro-Bereich waren oder sind, halt den Sting als Einzelkarte.
der ja eigentlich bessere Stats hat im Großen und Ganzen als eine legendäre Pro-Karte. Ja, also das war dann auch ein Boost für diejenigen Leute. Ah ja, Brüste. What the fuck? Nee, schon wieder drei. Was zum Geier? Das gibt's doch gar nicht. Also das ist wow. Einfach nur wow. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir die Karte haben, beende ich die Aufnahme. Ich muss nämlich schon wieder die Nase putzen. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.